Hallo. Hallo, meine Liebe. Ja, das fand ich jetzt einfach so schön prägnant auf den Punkt gebracht. Kennt auch jeder, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ja. Passt auch zu dem, Ja. was gerade war. Und es hält mich davon ab, überhaupt mal bis zum Vergnügen zu kommen. Also, weil Arbeit gibt es halt immer und die To-Do-Liste, wenn die oben abgearbeitet ist, sind ja unten schon wieder 5 Punkte nachgekommen. Aber diesen Glaubenssatz umzudrehen, also erst das Vergnügen, dann die Arbeit, da kann ich drüber nachdenken und philosophieren, wie ich will. Also das sitzt so tief in den Knochen. Ich sehe das auch bei meinen Eltern, also ohne Bewertung, aber das ist, glaube ich, auch so was typisch Deutsches oder vielleicht noch schwäbisch, ganz besonders schwäbisch. Da Da bist du ja kommt ja auch. Häusebauer. Genau. Und Auch dann, wenn es häuslich gebaut ist, dann kann man sich nei setze und genieße. ja. Aber du, guck mal, vielleicht jetzt nur mal so als Anregung, musst du den Glaubenssatz gar nicht hundertprozentig umdrehen, sondern einfach mal gucken, was für andere Sachen du zu diesem Thema noch in dir finden kannst, die sich stimmig anfühlen. Zum Beispiel, denk mal so an das Spiel, das wir mit den 67 Sekunden gemacht haben, wo wir so andere Glaubenssätze suchen, die aber auch im Einklang mit unserer Schwingung sind. Wenn das Universum jetzt dich angucken würde, würde das Universum sagen, dass du es auch verdienst zu spielen? Na klar. Okay, da kannst du zustimmen, okay? Und wäre das Leben denn nicht noch schöner, wenn es vielleicht im Gleichgewicht wäre, Arbeit und Spiel und Vergnügen im Gleichgewicht? Auf jeden Fall. Also, Ja. wenn du mich all diese Sachen fragst, auch wenn ich sie mich selbst frage, habe ich gar kein Problem damit, das positiv zu beantworten. Es Aber nur ist mal so zum Anfang. Irgendwo müssen wir ja anfangen, weißt du? Wir müssen ja nicht sofort Meister werden. Wenn Ja. wir immer alles sofort hätten, was wir uns wünschen und was wir manifestieren möchten, dann wären wir auch nicht glücklich. Dann hätten wir 75 Autos in der Garage, weil alles sich sofort manifestiert, okay? Oder 100 Handtaschen im Schrank und dann würden wir uns Sorgen machen, Mensch, wem kann ich das denn alles verschenken? So viele Taschen brauche ich ja gar nicht und so viele Autos. Also es geht ja eigentlich auch mehr darum, es vielleicht in einen Bereich zu bringen, wo es sich angenehm anfühlt, so den nächsten Stein. Und von da können wir dann wieder etwas verändern. Wir gucken Ich mal, was glaube, heute passiert. Ja? ich bin manchmal überrascht darüber, am Ende von so einem Tag, wo ich mir vorgenommen habe, es mal ein ganz bisschen umzudrehen, dann dazustehen und zu merken, irgendwie habe ich es vergessen oder es ist einfach, es steckt so tief in den Knochen drin, erstmal was zu erledigen, erstmal etwas erledigt haben zu müssen, bevor ich mich hinsetzen kann für eine Tasse Tee. Also das läuft gar nicht bewusst ab. Ich sage dir das mal, gerade dieses Thema kommt oft in Lesungen auch vor. Was ich erlebt habe zu diesem Thema ist zum Beispiel, dass dieser Satz früher wirklich wichtig war. Ja. Da mussten die Menschen arbeiten im Sommer und im Herbst, damit sie den Winter überlebt haben. Unsere Ja. Lebensbedingungen heute sehen ganz anders aus. Wir sind nicht mehr auf der Ebene des nur Überlebens. Wir sind spirituell gewachsen und wir sind jetzt auf der Ebene des Wachstums angekommen, des Genießens, des Appreciation, wo wir Danksagung haben können. Also seelisch hat sich da auch viel verändert. Und deshalb passt dieser Satz nicht mehr zu unserer Schwingung heute. Oder Ja. dieser Glaubenssatz und den ändern wir für heute, okay? Also Danke, ich das freue mich schon. Ich freue mich schon weißt auf du. was da nachher noch kommt. Ganz toll, meine Liebe. Danke. Danke dir. Danke dir auch.